gegen FC Rot-Weiß Erfurt. Vorhin konnten wir ja schon etwas von den Emotionen im Ernst-Abbe-Sportfeld einfangen. Wie erwähnt, steht diese Partie unter besonderer Beobachtung des DFB und der Polizei. Freunde werden die Fans beider Lager wohl nicht mehr, aber eine gute Portion gesunde Rivalität könnte gerne noch dazukommen. Die sportliche Ausgangslage ist indes klar. Jena und Erfurt wollen in der Tabelle weiter nach oben klettern und fast noch wichtiger, die Nummer 1 in Thüringen sein. Es ist für Erfurt das Spiel 1 nach Albert Bunyaku. Thorsten Püschel in Jena, wie schwer wiegt denn der Weggang des Top-Torjägers? Natürlich ein herber Verlust für den FC Rot-Weiß Erfurt, der Weggang von Albert Bunyaku nach Nürnberg. Er ist immerhin der beste Torjäger der Erfurter gewesen in der Hinrunde mit 9 Toren. Den umgekehrten Weg von Nürnberg hinauf nach Erfurt, den ist Chunli Pagenburg gegangen, der neue offensive Mann, der heute auch in der Startaufstellung des FC Rot-Weiß steht. Mal schauen, inwieweit er Albert Bunyaku ersetzen kann. Ansonsten gute Bedingungen hier im Ernst-Abbe-Sportfeld, dank der Rasenheizung. Der Rasen zwar nass, aber gut bespielbar. Wir können uns also auf ein tolles Derby freuen. FC Karlsruhe Jena gegen Rot-Weiß Erfurt. Ihr Reporter ist Bodo Böck. Ja, wir hatten schon den Eindruck, dass die Trainer gut miteinander auskommen. Aber so ganz aus dem Vollen könnten sie dann doch nicht schöpfen. Sie massieren ihr Mittelfeld. Thorsten Ziegner, FC Karlsruhe Jena, 2 Tore hat er gemacht. Über 1 hat ganz Deutschland gesprochen. Und dann schauen wir mal auf das Aufgebot von René van Eck. Da gibt es eine Überraschung. Eckhardt spielt vor der Viererkette. Das hat man im Training geübt und hat geklappt. Fuchs, der neue Mann, links im Mittelfeld. Und Henge, die einzige Spitze. Also van Eck bleibt bei seinem 4-1-4-1-System. Aber vielleicht zieht ja auch Robach da Silva, der Brasilianer in Diensten des FC Rot-Weiß Erfurt, die Fäden in der heutigen Partie. Zentral im Mittelfeld aufgeboten von Carsten Baumann. Auch hier der Blick auf die Aufstellung. Lose spielt, weil Pohl eine Grippe hat. Dann die Doppel-6 mit Pesulat und Schienatz und der neue Mann Pagenburg rechts im Mittelfeld. Also doch nicht ganz vorne in der Spitze. Die hat Cannizzaro inne. Also interessantes, was sich da in den Aufgeboten beider Mannschaften tut. Jena in Gelb, Blau, Weiß mit dem neuen Mann, mit Lars Fuchs, der aus Osnabrück kam. Und er holt erst einmal einen Freistoß heraus. Und das ist selbstverständlich eine Angelegenheit für Thorsten Ziegner. Nils Hansen im Übrigen auf der Bank heute. Bei Carl Zeiss hat Orleshausen, der alle Spiele für den FC Rot-Weiß Erfurt bestritten hat, ganz sicher. Vertrag von René van Eck wurde verlängert bis zum Jahr 2011. Also sie sind hier sehr zufrieden in Jena mit der Arbeit ihres Trainers. Schmidt. Und es wird Eckball geben. Das ist Norman Lohse, der in etwa ja gleich stark eingeschätzt wird mit Pohl in der Innenverteidigung von Rot-Weiß Erfurt. Ziegner beim Eckball. Orleshausen im Verbund mit Rockenbach da Silva, der bei solchen Situationen dann auch die Aufgabe hat, das eigene Tor mit abzusichern. Und diesmal der Keeper des FC Rot-Weiß ganz sicher. Vertragssituation von Carsten Baumann. Also sollte Rot-Weiß Erfurt aufsteigen, verlängert sich sein Kontrakt automatisch um ein Jahr. Ansonsten muss weiter verhandelt werden. Rockenbach, das Silva, aber es gab den Pfiff, Abseitsposition des Brasilianers, der sich aber immer wieder versucht, in die Angriffe mit einzuschalten. Viertelstunde absolviert. Viel haben die Zuschauer bis jetzt noch nicht zu sehen bekommen. Eine umkämpfte Partie, ja, aber der spielerische Glanz, der fehlt. Schiedsrichter übrigens Tobias Welz aus Wiesbaden. Zweitliga-erfahrener Mann, 31 Jahre alt. Pesulat. Cannizzaro. Und da haben wir den neuen Mann, Pagenburg. Chunli Pagenburg. Mutter stammt aus Kambodscha.
hier mit seinem ersten gelungenen Angriff im Zusammenspiel mit Kanizar. Es ist auch eine gewisse Nervosität zu spüren. Auf dem Rasen und vielleicht auch auf dem Rängen. Sind alle gespannt, wie das hier ausgehen mag. Dieses Traditionsduell, es wird ja entschieden, wer die Nummer 1 in Thüringen ist. Ansonsten spielt der 10. Jena gegen den 7. Erfurt, also typisches Mittelfeldduell. Und Abseitsposition, Abseitsposition von Cembri. Zunächst der Schuss von Lars Fuchs und der Mann aus Malta, der in der Woche beim WM-Qualifikationsspiel Malta gegen Albanien war, das 0:0 ausging, in Abseitsstellung. Noch einmal schön direkt genommen im Übrigen von Fuchs, der sehr auffällig spielt, der Mann, der aus Osnabrück kam. Und hier sehen wir Abseitsposition von André Cembri. Ja, er hat es mit Malta schwer, spielt da in einer Gruppe mit Portugal, Schweden, Dänemark. Ihnen gelang noch kein Tor in 5 Spielen. Aber 0:0 gegen Albanien, das ist ja schon einmal ein Achtungserfolg. Ziegner. Und dann wird dieser Angriff sofort unterbunden, in diesem Fall von Hauswald. Gelbe Karte hat er sich redlich verdient. ...23 Minuten absolviert. Und sie hoffen natürlich bei solchen Situationen auf Ziegner, dass ihm wieder solch ein herrlicher Freistoß gelingt. Und René van Eck nutzt diese Situation, um Anweisungen zu geben. Ziegner, Ball wird abgefälscht von Rockenbach, da Silva und Orlishausen. Ball wird noch ein zweites Mal abgefälscht, wie diese Zeitlupe zeigt. Aber Erfurts Keeper sicher. Lose. Nach wie vor viele Zweikämpfe, viel Hektik in dieser Partie. Wenig Glanz, wenig spielerische Substanz. Fuchs, Cembri. Da können sie es nicht fassen, die Erfurter, Pagenburg und Chinatz, dass es hier einen Freistoß gibt. Aber das ist natürlich eine verheißungsvolle Situation für die Ostthüringer, für die Gastgeber, für den FC Carl Zeiss Jena. Orlishausen bei der Arbeit. Wieder Ziegner. Es gibt ja einige Statistiken dieses Derby betreffend. Manche sprechen von 101 Punktspiel. Und jeder gewann 36 Mal, 29 Mal Remis. Aber dann gibt es auch die andere Statistik, 120 Spiele insgesamt, 46 Jena-Siege, 42 Mal Rot-Weiß-Erfurt erfolgreich. So eine tolle Chance, eine hundertprozentige hatten wir nicht. Vieles geschieht im Übereifer, wie dieser Zweikampf hier von Pagenburg mit Petersen. Und beide haben sich ordentlich wehgetan in dieser Situation. Und die medizinischen Abteilungen sind gefordert. Sieht böse aus, beide müssen behandelt werden. Hier Petersen, Tim Kai Petersen, der Verteidiger. Und hier Pagenburg. Medizinische Abteilung sowohl vom FC Carl Zeiss als auch von Rot-Weiß Erfurt hat die Sache aber im Griff. Und auch Petersen kommt wieder mit Turban. Wird mit viel Beifall logischerweise begrüßt. Im Ernst-Abbe-Stadion stellt sich dem Schiedsrichter vor, der sagt, alles ist in Ordnung. Weiter geht's nach dieser Episode. Wer kann spielerische Akzente setzen? Das fehlt auf beiden Seiten. Pagenburg und Nulle, auch er ohne Probleme. Von den Feldanteilen vielleicht 60-40 für Carl Zeiss Jena. Aber beide nach wie vor ohne eine tolle, atemberaubende Torschance.